Sommerhitze en masse, alle kleinen Ventilatoren wieder ausverkauft. Was tun? Naja, zockt einfach unsere neuen PS Plus Spiele für August 2024. Da kämpft ihr gegen die Hitze an. Es geht auf Eisplaneten, in kühle Shoppingcenter und regnerische Fantasywelten. Also, nicht viel rein da. Der erste PS Plus Titel, der schickt euch in eine weit, weit entfernte Galaxie. In Lego Star Wars, die Skywalker Saga, erlebt ihr nochmal die Geschichte aller neuen Hauptfilme. Allerdings natürlich gewürzt mit der passenden Portion Lego-Humor. Ihr dürft euch auf über 300 spielbare Charaktere freuen. Neben ikonischen Figuren wie Boba Fett, Vader oder Han Solo sind auch ein paar ganz besondere Fan-Favorites mit dabei. Wenn ihr also immer schon mal mit Yaddle, mit Wedge Antilles oder Admiral Ackbar in der Kantine auf Tatooine abhängen wolltet, jetzt ist der Moment gekommen. Außerdem warten insgesamt 23 Planeten darauf, von euch erkundet zu werden, und dort wimmelt es nur so vor Geheimnissen und Easter Eggs. Um dann vom heißen Tatooine zum Eisplaneten Hoth zu reisen, schnallt ihr euch ins Cockpit eures Raumschiffs und auch da habt ihr wieder die Qual der Wahl aus allen möglichen Schiffen der Saga. Vom X-Wing über den Naboo Starfighter bis hin zu Count Dookus Solarsegler. Ihr seht schon, Lego Star Wars, die Skywalker Saga ist ein Fest für alle Star Wars Fans, egal ob jünger oder älter. Besonders cool, ihr könnt das komplette Spiel im Couch-Koop auch zu zweit genießen. Von einer weit entfernten Galaxie geht's jetzt in ein großes Shoppingcenter inklusive cooler Bowlingbahn, Kartstrecke und Arcade-Automaten. Problem dabei, es ist Nacht, ihr seid eingeschlossen und es gibt eine Freddy Fazbear Pizzeria in dem Shoppingcenter. Ihr wisst, was das bedeutet? Creepy Animatronics, die euch an den Kragen wollen. Willkommen bei Five Nights at Freddy's Security Breach. Mithilfe der Überwachungskameras und geschickter Ablenkungsmanöver müsst ihr den Robo-Killer-Maschinen entkommen und irgendwie die Nacht überleben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Lasst euch ja nicht erwischen. Jetzt aber mal genug gegruselt, wie wäre es denn zum Abschluss noch mit einem schönen 2D-Action-Rollenspiel, das sich alle Souls- und Metroidvania-Fans auf jeden Fall mal anschauen sollten? In der Fantasy-Welt Endland hat der Todesregen alle Lebewesen in Monster verwandelt. In Ender Lilies Quietest of the Nights schlüpft ihr in die Rolle der letzten Priesterin Lily und müsst versuchen, die verfluchten Seelen zu befreien. Das Besondere, Lily selbst, die kann nicht kämpfen, weshalb ihr im Verlauf des Abenteuers erstmal Bosse besiegen und deren Seelen befreien müsst. Dadurch erhaltet ihr Kampffähigkeiten. Von Anfang an steht euch ein Ritter zur Seite. Später bekommt ihr unter anderem noch die Fähigkeiten eines Bogenschützen und einer Hexe, die Feuerbälle verschießt. Wer Lust hat auf ein atmosphärisches Action-Rollenspiel mit einer schön gestalteten Spielwelt und einem motivierenden Fortschrittssystem, ist bei Ender Lilies genau richtig. Wie sieht's aus? Auf welches der August-Spiele bei PS Plus freut ihr euch am meisten? Ich bin erstmal raus, irgendwie habe ich Bock auf Pizza bekommen, aber ich glaube, ich lasse die mir lieber liefern. Ja. Bis bald!